Ist installiert. Ach, dann besteche ich einfach irgendjemanden und der lässt mich dann schon raus. So. Wen denn? Ach, keine Ahnung. Irgendeiner findet sich schon. Ist ein Wechsel, deswegen wünsche ich euch jetzt hier viel Spaß. Jo, vielen Dank. So, und damit sehen wir jetzt ein schönes Spiel, Dino Crisis 2. Kannst du sagen, ja, Alien war es? Oh, das ist das falsche Spiel. Nee, das ist kein Spiel. Das Alien war es. Das kommentiere ich aber auch und den Gag werde ich. Ja, ich bin auch dabei. Ja, stimmt, bist du auch mit dabei. Ich habe damals, ich weiß nicht, ob ich das immer noch irgendwo auf der Festplatte habe, aber ich habe damals so einen richtigen Text dazu geschrieben. Also so Rap-Style-mäßig. Oh Gott. Und dann jede zweite Zeile immer war, das Alien war's. Oh Gott. Oh, das fand ich sehr witzig. Ich weiß nicht, ob ich das witzig finden soll. So, ja, die könnten aber jetzt langsam anfangen. Am links sieht man schon mal den Runner Vendetta. Also Vendetta Vic, um genau zu sein. Ich werde jetzt immer nur Vendetta sagen. Ja, Kategorie wird sein Any Percent Normal, also quasi so die Standardkategorie bei Dino Crisis 2. Ist halt einfach nur durchkommen und Normal ist halt so der vorgegebene Schwierigkeitsgrad. Er ist nicht zwingend erforderlich. Man sieht es im Titelbildschirm auch gerade. Man hat halt zur Auswahl Normal und Hard. Aber Hard nimmt man natürlich nicht, weil es ja härter ist, weil es dadurch auch ein bisschen länger dauert an einigen Stellen. Wobei tatsächlich nur an wenigen Stellen würde es länger dauern, aber es ist riskanter. Man macht sich den Speedrun damit einfach nur noch schwerer. Deswegen Normal. Also eigentlich könnte die Kategorie auch direkt nur Any Percent heißen. Das wäre im Endeffekt dasselbe. Ja, und wie man im Layout schon sieht, wir werden die PC-Version spielen. Moment, ich warte erst mal, bis der Run anfängt. Ja gut, in dem Moment fängt er natürlich an. Ja, wir spielen die PC-Version, das heißt, hier können wir so ein paar Mods, oder es gibt so ein paar Mods, die das Ganze noch ein bisschen verbessern, die Stabilität und dergleichen. Ich weiß jetzt nicht, was Vendetta da alles nutzt, aber ja, ist für einen Speedrun an sich dann im Endeffekt auch ziemlich egal. So, anfangs spielen wir erstmal Dylan. Wer den ersten Teil kennt, der kennt auch Regina. Die werden wir auch sehen, mit der werden wir auch spielen. Das klingt so falsch, wie ich gerade gemerkt habe, aber egal. Ja. Ja, aber anfangs erstmal Dylan. Und eine wichtige Mechanik, auf die ich am Anfang schon mal eingehe, man sieht das schon die ganze Zeit, wir kriegen Punkte. Immer wenn wir Gegner töten, kriegen wir halt Punkte und es gibt so eine Kombo-Punkte noch. Und immer wenn wir aus dem Raum rausgehen, kriegen wir für diesen Raum halt eine Gesamtpunktzahl. Diese Punkte sind wichtig, weil wir uns dafür auch Waffen oder generell Waffen, Munition und sowas kaufen können. Upgrades sind dem, naja gut, Waffen sind ja auch irgendwo Upgrades. Ja. Also ganz falsches. Nee, du hast doch Waffen-Upgrades, oder? Gut, stimmt. Stimmt, sowas ja auch. Ja, und da brauchen wir halt ein paar Punkte. Also nicht allzu viele. Wir werden uns, ich überlege gerade, 2 oder 3 Waffen holen. Für ein Event, für so einen Marathon vielleicht ein bisschen mehr, so als Safety-Strat. Aber normalerweise sind es halt 2 oder 3 Waffen, die wir uns holen. Und das ist ziemlich genau geroutet, wo wir uns die entsprechenden Punkte holen. Ansonsten werden wir halt den meisten Gegnern tatsächlich einfach nur oder vor den meisten Gegnern wegrennen, beziehungsweise die zwischendurch auch mal anschießen, damit die kurz gestunt sind. Aber so oder töten, damit es quasi mehr Punkte gibt. Ja, aber wie gesagt, gerade in der Anfangsphase werden wir ein paar mehr Gegner töten. Hier sieht gerade ganz gut, das wäre jetzt eigentlich unnötig gewesen, die zu töten. Aber für die haben wir es halt gemacht. So, hier gibt es jetzt gleich einen Skip. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Und zwar können wir uns von dem T-Rex durch diesen Container... Oh, ja, okay. Hat funktioniert. Wow, cool. Nice. In dem Vorbereitungsvideo, das ich mir angeguckt oder in dem Erklärvideo, das ich mir angeguckt habe, hat das, ich glaube, 5 oder 6 Mal probiert und es hat nicht einmal funktioniert. Das ist reines RNG an der Stelle. Generell ist dieser Run auch ziemlich RNG-lastig, also... Ruhe da draußen. Man kann es ja im Grunde als Resident Evil mit Dinos bezeichnen. Aber es ist halt deutlich RNG-lastiger als Resident Evil-Spiele. Oder generell als Spiele in dem Genre, in dem Survival-Genre. Einfach weil die Position der Dinos ziemlich stark abweichen kann, weil die Attacken der Dinos ab kann, die Bewegung von denen. Und das kann an einigen Stellen schon einen großen Unterschied machen. Also nicht nur, ob wir getroffen werden oder nicht, sondern
zum Beispiel das mit dem Skip da eben, mit dem Container-Skip, ob der überhaupt funktioniert. Also man kann so gut spielen, wie es geht, und trotzdem Zeit verlieren. Oder sogar einen ganzen Run verlieren. Das ist an einigen Stellen auch möglich. Ich bin ja Regina. Richtig. Ja, die Protagonistin aus dem ersten Teil, hier auch eine der beiden Protagonisten, ja, funktioniert im Grunde genauso wie Dylan. Nur, dass sie halt so ihre eigenen Waffen hat und sie hält ein bisschen weniger aus, soweit ich weiß zumindest. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachgeguckt, aber ich gehe mal davon aus, dass sie ein bisschen weniger aushält als Dylan. Was wir hier übrigens auch immer mal wieder sehen zwischendurch, ist das Quick-Shooting. Das ist eine Technik, bei der, ja, im Endeffekt mashen wir einfach nur die Schusstaste und können damit ein bisschen schneller schießen. Das funktioniert allerdings nur in der Bewegung. Wenn wir stehen bleiben, werden wir halt normale Schussfrequenz erreichen nur. Und deswegen werden wir halt sehr viel laufend unterwegs sein, einfach um halt schneller schießen zu können. Ja, hat man eben ganz schön gesehen mit dem Quick-Shooting. Genau. So, da haben wir jetzt nochmal 220 Punkte bekommen. Ein Zweier-Kombo und zwei Dinos halt. Also die Dinos geben immer eine feste Punktzahl. Zum Beispiel die Velociraptoren jeweils 100 Punkte. Und für die Kombo kriegen wir dann halt nochmal Bonuspunkte oben rauf. Oder für die Kombos. Kann ja sein, dass wir in einem Raum mehrere Kombos schaffen. So, aber wie gesagt, meistens versuchen wir den Dinos einfach zu entkommen. Hier müssen wir jetzt an der Tür mal... Achso, nee, Quatsch, das kommt erst ein bisschen später. Aber da hat man schon so eine verwachsene Tür gesehen. Die müssen wir später nochmal so ein bisschen freihauen. So, ich muss mal ganz kurz hier was lesen. Entschuldigung. Exo, ich bin auch überrascht. Ja, ne? Also. Mehr will ich dazu jetzt nicht sagen, weil ich will das jetzt nicht triggern. Also, naja gut, irgendwas schon, aber wir können ja nachher, weiß ich, ich sag mal so bei einer halben Stunde im Run, können wir ja mal kurz darauf eingehen. Ja, okay. Weil ich das gerade ganz witzig finde. Ja, ich auch. So, ja. Haben wir da, ich glaube, einen Schlüssel hatten wir gerade abgeholt, rennen jetzt den Weg wieder zurück. Der Dino, der hier rumrennt, den werden wir sehr, sehr häufig sehen, weil wir an dieser Stelle immer wieder langkommen. Ja, oh, schöner Konter da eben. Ja, den werden wir aber nicht töten. Also wir beschießen ihn ab und zu. Eben haben wir ihn halt einmal beschossen, weil er uns gerade angreifen wollte. Haben sogar noch ein paar Punkte für einen Konter dafür abbekommen oder mitgenommen, vielmehr. Oh, okay, das ist jetzt schlechtes Allen. Ja. Wir haben jetzt die Flammenwand geholt oder Flame Wall. Hier an einer ganz bestimmten Stelle stehen bleiben und schießen, dann können wir beide Pflanzen erwischen. Auch diese Pflanzen sind übrigens RNG. Wenn wir Glück haben, können wir einfach durchrennen. Das sieht aber bisher ganz gut aus. Und am Ende von dem Raum, oder war das überhaupt der Raum? Nee, das war noch gar nicht der Raum. Dann war es ein anderer, aber da werden wir nachher auch nochmal ein paar von den Pflanzen vernichten. Ich glaube, dieser Raum ist das dann gewesen. Ja, ja, doch, das war der. Hier einmal vernichten und hier am Ende jetzt auch nochmal. Wir wollen zwei Pflanzen erwischen. Ja, wir haben sogar die dritte erwischt. Sehr schön. Das ist immer ein kleiner Bonus. Also zwei von denen wollen wir auf alle Fälle erwischen. Das ist halt wichtiges Routing, damit wir genug Punkte haben, wieder Sachen zu kaufen. Wenn wir die dritten, haben wir halt ein bisschen Puffer bei den Punkten. Also nicht notwendig, aber praktisch. Ist halt vorteilhaft, ne? Genau. Also, ansonsten einfach nur durchrennen. Also, Resident Evil Prinzip greift hier natürlich auch. Wir müssen halt überall mal Gegenstände suchen und mit den Gegenständen kommen wir woanders weiter. Allerdings ist das Spiel hier deutlich actionreicher als Dino Crisis 1 oder generell auch die Resident Evil Spiele, also zumindest die Classic Resident Evil Spiele. Allein schon, dass man dieses Punkte- und Kombo-System hat, das zeigt ja schon, wie viel Wert hier auf Action gelegt wurde in dem Teil. Der Raum hier, der kann schon sehr, sehr ekelhaft sein, wegen den Pteranodons, die da rumfliegen, sind natürlich auch RNG, sich bewegen und eben wurden wir fast von einem erwischt. Wenn wir von denen erwischt werden, das kann einiges an Zeit kosten, weil die uns in die Luft heben und ja, dann erstmal eine Weile rumflattern und das sind, ich glaube, so 5-6 Sekunden oder so, die man da verliert. Ja, dann fällt es ja um, dann lassen sie sich ja fallen, dann muss erst wieder Mashen zum Aufstehen, war das nicht so? Genau, genau. Also es kann schon ein bisschen Zeit kosten.
So, hier rennen wir jetzt einfach durch und beschießen die Dinos immer. Einige sterben, also in dem Fall ist sogar einer gestorben. Ist aber gar nicht wichtig, dass die sterben. Hauptsache, die sind halt kurz gestunt, damit wir da vorbeikommen. So, hier gibt es jetzt so ein kleines Rätsel. Man muss den blauen Schalter drücken, dann kriegt man halt den Schlüssel daraus. Soweit ich mich erinnern kann, kann man halt immer nur einen von diesen Schlüsseln damit. Und ja, jetzt brauchen wir den blauen Schlüssel quasi, um weiterzukommen. Gibt später auch noch so ein paar Rätsel, aber die sind gerade in der Anfangsphase hat man da so gut wie gar nichts von. Also das war eben schon das komplexeste Rätsel, das wir bisher gesehen haben. Da war eigentlich auch einzige so ziemlich. Davon mal abgesehen. So, genau, hier haben wir jetzt den blauen Schlüssel gerade eingesetzt. Also dieses Symbol, das dieses Menü, das wir da eben gesehen haben, das kommt halt bei allen möglichen Türen und so auf. Da müssen wir dann, also hier werden Items nicht automatisch genutzt, Schlüssel zum Beispiel, sondern wir müssen dann halt an einer Tür beispielsweise oder am Türschloss immer das entsprechend richtige Item auswählen. Und wenn wir nicht wissen, welches das richtige Item ist, müssen wir da eventuell halt ein paar durchprobieren. Als Speedrunner weiß man natürlich, welches wo benutzen muss. Sollte dann eigentlich, denn es sei denn, man kommt gerade komplett durcheinander. So, wir spielen wieder Dylan. Und jetzt muss ich mal kurz schauen. Achso, ja, der Raum war ziemlich uninteressant. Ich glaube, der Dino, der da eben kurz noch zu sehen war am Ende des letzten Raumes, der kann auch unten spawnen. Kein großes Problem. Oh, ja, gut, jetzt hat es ganz kurz gebuffert hier. Ja, du warst doch kurz weg. Oh, okay. Ja, böse Allosaurus. Ist das ein Allosaurus? Müsste ein Allosaurus sein, ja. Ah, okay. Ich hatte während der Vorbereitung auch immer überlegt, wie die einzelnen Dinos heißen. Ich war sogar ganz kurz am Überlegen, ob ich da irgendeine Übersicht über Dinos aufmache, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. So kann der Chat auch ein bisschen dann mitraten, in Anführungsstrichen, oder mitmachen zumindest. Und dann immer sagen, ja, das ist der und der Dino. So, hier wieder trennen. Ich glaube, hier gab es zumindest im Moment noch gar keinen Dino, der uns gefährlich werden konnte. Ich muss da ab und zu mal überlegen, so ein bisschen, weil die Räume ja oftmals auch ziemlich gleich aussehen. Da weiß jemand nicht ganz genau, welcher Raum nun gefährlich war und welcher nicht. Ja, hier müssen wir halt auch wieder durchrennen. Wir haben einmal auf den einen Dino geschossen. Ich weiß gar nicht, hatten wir den sogar besiegt? Nee, hat keine Punkte gegeben. Okay. Da hatte ich jetzt nämlich nicht drauf geachtet. Dann haben wir den aber zumindest gestunt. Also, so munitionstechnisch sollte es hier eigentlich keine Probleme geben. Also da müsste die entweder das RNG schon extrem schlecht sein, dass wir da in die Bredouille geraten, oder wir haben halt einfach schlecht gespielt. So, man hat eben auch man sieht das generell anhand der Raumnamen auch immer, das ganze Areal ist so ein bisschen unterteilt in verschiedene Bereiche. Hier ist zum Beispiel so der Poison Plant Bereich, da gibt es dann halt ja, North Area und South Area zum Beispiel. Und daran kann man sich mal so ein bisschen orientieren. Aber grundlegend, wie gesagt, sehen die Räume halt alle relativ gleich aus. Also zumindest die Außenareale. Ja gut, innen halt auch. Oh, so, ab durch die nächste Tür. Sind wir jetzt nämlich im Dschungel, also in der im Südteil des Dschungels, um ganz genau zu sein. Den haben wir jetzt nicht wegen den Punkten getötet, sondern einfach, weil er im Weg war. Theoretisch hätte man an dem auch vorbeirennen können, aber es ist halt die sichere Variante. Und gerade dadurch, dass wir im Laufen schießen können, kostet uns das Schießen ja auch keine Zeit. Deswegen nimmt man das halt ab und so einfach mal mit. Mal die extra Punkte ja auch nicht schaden können. Gerade bei so einem Event ist es ja ganz gut, wenn man da immer so ein bisschen Backup noch hat. So, oh, da hat man eben schon eine... Wollt ihr jetzt vorbeifahren oder nicht? Nee, ja, oh, aber ja. Achso, ja, da hatten wir jetzt, glaube ich, eben gerade die Ranken von der Tür weggemacht. Ne? Ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt. Allosaurus, glaube ich, aus der T-Rex-Familie. Oh.
hätte vielleicht doch das Fenster zu machen sollen zum Kommen, aber egal. Aus der T-Rex-Familie, etwas kleiner, aber dafür brauchbare Arme. Ja, der T-Rex, der steht nicht vor der Keksdose und denkt sich, keine Arme, keine Kekse. Genau. So, hier kommt jetzt der kleine Komposaurus. Sehr nervigen Teil, nämlich dieser Kompi, der hat uns unsere Keycard geklaut und wir müssen den jetzt quasi verfolgen. In diesem Raum hier haben wir, ich glaube, 3 Lüftungsschächte waren das, die zu klein sind für uns, aber groß genug für den Kompi. Und wir müssen halt 2 von denen schließen. Den Käfig aufmachen. Genau, dann Käfig aufmachen. Dann gibt es so ein kleines Dino-File, also die brauchen wir für den Speedrun nicht, aber die kann man halt sammeln, das sind so eine Collectibles. Ja, und durch das Schließen von den Lüftungsschächten drängen wir halt den Kompi immer weiter in eine bestimmte Richtung, in dem Fall halt in den Käfig rein, machen den Käfig zu und ja, wir haben unsere Keycard wieder. Ist halt nervig, aber muss man halt machen. Und soweit ich weiß, ist da auch so ein gewisser RNG-Faktor drin gewesen. Also es kann deutlich länger dauern, kann aber auch deutlich schneller gehen. So, erstmal eine Starterbatterie noch mitgenommen. Allosaurus, der Dino aus dem All, wow. Wow. Der war sogar schlecht, ja. Der ist so schlecht, dass sogar ich mich dafür schäme. Ja. Bentleys, ja. Oh ja. Also der war sogar unter dem Beni-Niveau. Ah, das fährt so ein bisschen ab bei Seed. Nee, also so schlechte Witze hast du noch nicht gebracht, dass irgendjemand Ben Please geschrieben hat. Achso, Dino aus Alu. Ja, gut. Aber dachtest du, wolltest es halt nicht sagen. Das ist der große Unterschied. So, hier werden wir jetzt, ja, genau, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich auf ihn schießen. Muss nicht unbedingt notwendig sein, aber zur Sicherheit. Also je nach RNG kann der uns halt treffen oder nicht. Wenn wir auf ihn schießen, können wir das RNG an der Stelle halt so ein bisschen verringern oder den RNG-Faktor ein bisschen verringern. Ach, hat sich nur niemand getraut. Ja gut, das stimmt. So, ja, ansonsten, so Grundlagen habe ich ja jetzt erklärt von dem Spiel. Ansonsten einfach so ein bisschen genießen jetzt, würde ich sagen. Oder erklärtechnisch gar nicht so spannend. Ich nenne es mal einfach spannend. Weil es gibt so Feinheiten für jeden Raum. Also weiß ich, die Bewegungsroute, dass wir zum Beispiel an der rechten oder an der linken Wand die ganze Zeit lang rennen. Aber erstens habe ich das alles komplett im Kopf. Also ich bin ja selber kein Runner davon. Und zweitens, selbst wenn ich es im Kopf hätte, wenn ich das jetzt alles aufsagen würde, das wäre halt einfach nur langweilig, glaube ich. Ich kann aber mal an den Chat die Frage stellen, welcher ist denn euer Lieb-Dino? Also jetzt nicht unbedingt nur aus dem Spiel hier, sondern so allgemein. Moment, ich muss mich gerade auf den German-Account einloggen und darf das anmodden. Ach so, ja, gut. Boah, der ist, Alter. Auf. Und hallo Dark Torloff. Der Triceratops. Ah, okay. Den werden wir in dem Spiel sogar noch sehen. Den haben wir vorhin schon gesehen. Achso, war der schon? Ah, verdammt. Ja. Also wir werden ihn aber definitiv nochmal sehen. War das? Nein, Dino Nuggets sind keine Dinos, Brini. Die sehen doch aus wie Dinos. Dino Nuggets. Habe ich sogar letztens gerade wieder gegessen, die veganen Dino Nuggets. Oh Gott. Patschi, echt jetzt, I'm told? Was war der Patschi nochmal für ein Dino? Dino Nuggets sind gar nicht aus Dinos. Ich hab ihn nie geboren. Ich hab ihn seine Illusion genommen. Der Patschi ist quasi dieser Rambock, weißt du, mit der Platte oben im Kopf. Ah, ja, dann weiß ich Fischer. Ich hab meine Frau ähnliche Dickköpfe, okay. Ja gut, das hast du jetzt gesagt. Ich hoffe, deine Frau hat das nicht gelesen. Degosaurus, ja, ist auch ein schöner Ding. Nichts für ein Spinosaurus. Ja,
Also da tendiere ich eher immer zum Klassiker, den T-Rex. Aber mein Lieblingsdino ist der Ziraptor. Einfach weil der. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist der cool. Finde den Funfact immer lustig, dass Spielzeugdinos aus Plastik eigentlich aus Dinosauriern gemacht hat. Plastik aus Rohöl und so, ja. Das stimmt. So, Condition Green, hochgefährlich. Nein, wir haben jetzt mal ein etwas anderes Gameplay-Element. Jetzt wissen wir, warum Lassie ausgestorben ist, was? Wow. Wir haben nämlich einen Rail-Shooter. Im Grunde müssen wir einfach nur die Dinos abwehren, also ist jetzt nicht allzu spektakulär. Wir können aber schöne Kombos aufbauen. Also unten links sieht man jetzt die Kombo und die Punkte. Wir werden im ersten Abschnitt wahrscheinlich so um die 14 haben, also eine Kombo von um die 14. Dann ist mal eine kleine Pause hier, da kommen keine Dinos, also da läuft die Kombo auf alle Fälle aus. Danach dann nochmal eine Kombo so um die 30. Also so, ich sag mal 28 bis 34 ist da eigentlich halt. Und ja, je mehr es ist, desto mehr Punkte, also quasi Geld haben wir auch zur Verfügung, was natürlich nicht verkehrt ist. Aber an sich ist es relativ egal, wie viel wir hier. So, da gibt es noch ein paar Petranodons. Nebenbei, wo wir schon bei Petranodons sind, bei den Dinos, das Wort Helikopter. Aus welchen beiden Wörtern besteht das Exo? Helikopter oder Auto? Hä? Nein, nicht ganz. Oh Gott, jetzt kommt's. Dachte ich früher auch. Aus Heliko und Ter. Echt? Ja, ja, Heliko ist halt Luft und Ter sind halt die Flügel, also Luftflügler. Wow. Ja, genau, ein Pilot hat's auch geschrieben. Kleiner Funfact, der mit dem Spiel und mit dem Run überhaupt nichts zu tun hat, aber jetzt seid ihr ein bisschen schlauer. Ich hab diesen Rail-Shooter immer gehasst, ey. Ja, ja. Der war super beschissen zu steuern auf der PlayStation. Eben. Mal gerade so bei, also ursprünglich hatte der Controller der PlayStation 1 ja noch nicht die Analog-Sticks, sondern wirklich nur das Steuerkreuz. Und damit war das ja noch schlimmer zu kontrollieren hier. Daftus, Luft und Flügel. Deswegen heißen die Dinos ja auch Petranodons. Wegen dem PTE oder PTER. Also halt, ja, wenn man so will, ganz blöd übersetzt, die Flügelsaurier oder Flugsaurier. Boah, 28.000 Punkte, fast 29. Was war die Kombo? Ich hatte jetzt gar nicht drauf geachtet. Hattest du drauf geachtet zufällig? 9 oder 16, ich habe es auch nur gerade so knapp gesehen. So. Ah, okay. Egal. Oder ja, Helico war dann Propeller oder Spirale, Windung, genau. Ja gut, dann hatte ich das noch ein bisschen falsch im Kopf. Aber die Trennung an sich, also die beiden Wörter, waren halt das eigentlich Interessante daran. So, hier müssen wir jetzt einfach durchrennen. Die Dinos, die können uns erwischen, ist halt auch wieder RNG. Also so ziemlich alles hier kann RNG sein, wenn wir getroffen werden oder wenn uns ein Dino auch nur im Weg steht, kann ja auch mal passieren. Das ist im Grunde alles immer RNG. Macht halt für die Zeit nachher keinen riesengroßen Unterschied, aber ja, wir haben halt überall so leichte RNG-Faktoren. Also im Endeffekt wird es wahrscheinlich in so ziemlich jedem Run immer so sein, dass sich das einigermaßen ausgleicht. Aber potenziell kann man ans RNG hier schon mehrere Minuten verlieren in dem Run. Es war unwahrscheinlich, dass man halt an jeder Stelle im Spiel oder im Run ganz schlechtes RNG hat, aber theoretisch kann es halt passieren. Ja, vor allem, wenn die Attacks oder die Attack und die Attack Patterns so random sind, ne? Eben. Wir können halt immer noch kontern, das ist immer noch so ein Ding. Also wenn wir angegriffen werden, heißt das nicht unbedingt, dass wir auch Energie verlieren, einfach weil wir halt können, da gibt es sogar noch ein paar Punkte für, aber es kostet halt immer ganz kleines bisschen Zeit. Weil diese Animation halt... So, hier einer der
ja, für einen Speedrun zumindest einer der nervigsten Räume, weil hier so viele Pteranodons rumfliegen und die können uns alle erwischen. Und ja, wir können ausweichen, aber so schnell auszuweichen ist halt immer so eine Sache. Ist halt nicht immer so einfach. So, hier nochmal. Achso, ja, der Code. Es gibt mehrere verschiedene Codes und entweder findet man den halt raus, aber das würde viel zu lange dauern. Also probiert man halt einfach alle Codes aus. Ist halt ein RNG-Faktor wieder. Na, mal schauen, wie viel Zeit hier verloren geht. Na, der dritte war es auch noch. Ah doch, der dritte war es. Okay. Da war ich ein bisschen voreilig gerade. Ja, aber dritter Versuch. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele verschiedene Kombinationen es da gibt an der Stelle. Aber dritter Versuch ist schon in Ordnung. Hätte länger dauern können, auf alle Fälle. Ich glaube, so 7, 8 Kombinationen oder so. So, hier haben wir jetzt auch ein kleines, in Anführungsstrichen, Minispiel. Wir müssen im Grunde immer die Boxen, die so rot aufleuchten, einmal kurz attackieren. Dafür stellen wir uns halt genau an diese Stelle, an der Regina da gerade steht. Und von dort aus können wir halt jede Box erwischen. Ich weiß nicht mal, ob das RNG ist hier. Also ich glaube nicht, weil... Das wirkt nicht so, ne? Ja, ja, weil Vendetta sich öfter mal schon in die... Ah, obwohl, da hat er sich jetzt falsch gedreht. Kann aber auch sein, dass er es nur falsch im Kopf hatte da an der Stelle. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Auf alle Fälle ist es an sich kein Problem, wenn wir an der richtigen Stelle stehen. Nach einer Weile, also wenn wir es lang genug gemacht haben, färben sich die Boxen blau. Dadurch ist halt der Weg geöffnet. Beziehungsweise halt der Strom wiederhergestellt, technisch gesehen. Und wir kommen an die Diving Suit, also an den Taucheranzug. Werden wir auch gleich brauchen. Ist ein etwas längerer Abschnitt, der Unterwasserabschnitt. Auch ziemlich nervig, weil wir haben hier die, ja, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Ach, den haben wir sogar mal getötet. Das Carposuchus? Nee, doch, könnte sein. Ja, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann weder ja oder nein sagen. Aber gut möglich. Okay, 25 Minuten hat es gedauert. 25 Minuten hat es gedauert. Oh, so, Bri, was hältst du davon, dass hier eigentlich dass hier Leute aus deiner Verwandtschaft abgeschossen werden? Musst du gleich ausnutzen, ne? Ja, absolut. Also, kurze Erklärung, Exo und ich, wir hatten uns vor dem Run darauf geeinigt, dass Exo auf die Veni und Dino-Witze verzichtet, einfach weil wir mal gucken wollten, wie lange es im Chat dauert, bis der erste Witz in diese Richtung kommt. Es waren tatsächlich 25 Minuten, viel länger, als ich erwartet hätte. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es schon losgeht, bevor der Run an sich losgeht. Ja, habe ich auch gedacht. Veni Crisis 2. Wow. Aber jetzt musst du es erstmal alles rauslassen. Ne? Absolut, Alter, das habe ich gerade so aufgestaut. 25 Minuten lang. Wer macht hier Witze? Oh Mann. Nee, Ex und ich, wir hatten vorhin auch über Discord kurz geschrieben während des Commentaries und da hatten wir uns halt darauf geeinigt, wenn nach 30 Minuten noch nichts gekommen ist, dann darf Exo loslegen. Und ich hätte vorhin auch beinahe mal Veniciraptor gesagt. Dann wäre ich derjenige gewesen, der es halt gemacht hat. Oh, okay, das finde ich gerade interessant, weil normalerweise springt man an der Stelle direkt, wenn man den Raum betritt, springt man einmal hoch und schießt nach links. Damit kann man nämlich eine Plattform schon mal quasi aktivieren, auf die wir dann ein bisschen später rauf müssen. Dadurch hätten wir jetzt eigentlich ein bisschen Zeit gespart. Allerdings ist der Sprung tatsächlich auch ziemlich präzise und vielleicht wegen dem Event jetzt. Vielleicht wurde es deswegen einfach nicht gemacht. Aber Moment, wir werden die Plattform gleich sehen, die ich meinte. Ja gut, jetzt sehen wir sie halt noch nicht, weil sie jetzt noch gar nicht da ist. Ja, okay, aber diese Plattform hier, also darauf müssen wir schießen. Hier kommt jetzt auch so eine kurze Erklärung und die würde halt komplett ballen, wenn wir das am Anfang schon gemacht hätten. Also beim Betreten des Raumes. Ja, dabei war das erst die Einleitung zu meinem wenig Kindheitswitz. Oh. Aber es zählte schon als Gag in diese Richtung. Das hat schon gereicht. Das genau.
So, wie man übrigens auch sieht, die Steuerung unter Wasser ist halt ein bisschen sehr zäh und ein bisschen träge. Wir können aber, oder ich wollte gerade sagen, wir können sehr gut springen, aber gut würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Es ist interessant, wie wir hier springen können, sagen wir es mal so. Dann haben wir jetzt eine ganz kleine Abkürzung genommen. Eigentlich hätten wir da rechts lang gehen müssen, aber wir sind aber einfach rüber gesprungen. Spart, weiß ich, eine Sekunde oder so, wenn überhaupt. Ja, Sekunde ist Sekunde, ne? Ja, eben. Nimmt man mit. Ganz am Ende drauf ankommen. Schwer ist. So, hier noch ein bisschen durch die Gegend rennen. Aber eigentlich ist das perfekte Spiel für Veni. Ja, eigentlich schon, ne? Nee, ich meine jetzt nicht Dino Crisis. Ach so. Sondern? Der Island heißt das, glaube ich. Da spielst du ein Dino. Von klein auf. Okay. Da kann ich auch Evo spielen. Also Evo Search for Eden. Spielt man Jeder das anders da, glaub mir. Ah, okay. Dachte Caveman, uff. Warum Speedrun wie Dino Crisis? Ich glaube, wenn es ein Remake geben würde, das würde ich tatsächlich sehr stark in Betracht ziehen zu Speedrun. Aber es gibt so ein paar Spiele, die will ich halt vorher machen. Nee, aber das Thema wurde im Chat, also bevor der Run losging, schon mal ganz kurz angesprochen. So ein Dino Crisis Remake wäre halt mal was Geiles. Und ja, da stimme ich absolut zu. So ja, man munkelt, dass vom 1er ein Remake im Mache ist. Ja, man munkelt, aber es ist halt noch nichts offiziell bestätigt oder so. Ja, das ist richtig, aber das Gemunkel um Capcom rum war in der Regel eigentlich immer richtig. Das stimmt allerdings. Also hoffen wir einfach mal, vielleicht da wirklich mal ein Remake. Wäre halt schön. Ja, Dino Crisis 3, davon reden wir mal lieber nicht. Also ich muss dazu sagen, ich habe Dino Crisis 3 nie gespielt. Ich darf es eigentlich gar nicht bewerten. Also sagen wir Mondschein-Bannen, sagst du? Was? Sagen wir Mondschein-Bannen, sagst du? Ja, allein schon wegen der Schreibweise, ne? Ja. Mit Y. Ah, nee. Nee, aber ich weiß, dass das irgendwie bloß im Weltall sind. Was? Ja, irgendwie sowas. Also so habe ich das gehört. Wie gesagt, ich habe es halt selber nicht gehört. Kann es nicht zu 100% sagen. Inno Schreie 3. Ja. Ja, das soll halt auch nicht so gut sein. Ähnlich wie Parasite Eve. Da soll der dritte Teil ja auch nicht so gut sein. Was ich schade finde, weil das sind zwei so eine vergessenen Reihen. Und ja, da gibt es tatsächlich mehr Parallelen, als man im ersten Moment denken würde. Ja, da bin ich schon, das reicht mir schon, Mondschein, danke. Achso, gefühlt Zombie-Dinos, die durch Wände können, okay. Dead Space mit Dinos, ja, so ungefähr. Oh, ich freue mich schon aufs Dead Space Remake, ey. Oh. Das sieht so gut aus. Das ist so 12 von 10 gut. Ah, okay. Wie Geisterdinos. Also willkommen bei Silent Hill 4 The Room, oder? Dino Hill 4. Hilfe. Der 1 soll auch ein Remake bekommen. Oh, das wäre tatsächlich gar nicht verkehrt, weil ich habe versucht, Witcher 1 zu spielen und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. So vom System her. Diese Kampfhaltungen waren super eklig. So, ganz kurz mal. Wir sind jetzt quasi im Bosskampf hier unter Wasser, also im Grunde müssen wir nur weg von dem Boss. Und hier an der Stelle haben wir jetzt diese Scheiben zerschossen. Wenn wir da so ein bestimmtes Muster haben, können wir da halt durch, praktisch ohne irgendwie mal anzuhalten. Also wir können die ganze Zeit laufen und schießen. Und Jetzt wäre es ein Spiel auf dem Raumschiff. Ishimura ist, glaube ich. Oh, das weiß ich nicht. Also mit Dead Space hatte ich tatsächlich selber nie so wirklich was zu tun. Ist so ein bisschen an mir fortgegangen. Also ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt wieder als normale Regina unterwegs, aber mittlerweile haben wir auch direkt wieder gewechselt. Wir sind wieder bei Dylan. Und jetzt muss ich mal ganz kurz mich orientieren. So, erstmal holen wir uns die Chain Mine, genau. Gar nicht so einfach auszusprechen, habe ich gerade festgestellt. Das ist halt so ein Minenwerfer halt quasi. Den werden wir natürlich auch noch im Einsatz erleben, ansonsten hätten wir ihn ja nicht mitgenommen. Trolls mit einer der besten, ja.
Ja gut, bei Horror-Shooter denke ich zuerst mal an System Shock. Und da wird es halt schon schwer, daran zu kommen. Guck mal, wenig Verwandtschaft. Wenig Raptoren. Ja. Jetzt darfst du ja loslegen. Ja. Oh, wir wurden aber ganz schön bedrängt von denen. Also das ist tatsächlich einer der gefährlichsten Räume im ganzen Speedrun. Oder einer der Runkiller-Räume im Endeffekt. Weil wir halt am Ende da noch so eine Ranken von der Tür weghauen mussten, während da drei Velociraptoren, jetzt wollte ich tatsächlich gerade Velociraptoren sagen, drei Velociraptoren uns bedrängen. Ich hatte es ja so ins interne Schedule geschrieben, ich habe es leider geändert. Ich habe es wieder geändert. Ach, du hast es wieder geändert? Ja, ich habe es wieder geändert. Ich habe es gesehen und habe mir gedacht, nö, das lässt du so nicht stehen. Ach, schade. Ich hätte gedacht, wenn es so ein Dix gewesen wäre. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war das Hurra-Scan ja eh schon fertig und da stand so nicht drin, also hätte es gar keinen Unterschied gemacht. Der Velociraptor ist einer der ältesten Versionen des Dromaeosauridae. Der Dromaeosauridae-Familie. Typische Eigenschaften dieser Spezies umfassen wahrscheinlich lange Lebenszeit, eine ruhige Manier und ein Hass auf Füchse. Sie verteidigen sich vor Prädatoren mit dem Aussprechen besonderer Wortwitze, die Prädatoren erstarren lassen. Schlechte Wortwitze, schlechte. Nicht besonders schlecht. Aber eine schöne kreative Beschreibung. So, oh Gott, das Höhlensystem. Das Höhlensystem hat, also im Endeffekt wollen wir hier auch nur durchrennen, so will, also ein paar Steine noch kaputt hauen nebenbei. Aber durchrennen. Das Problem hier ist allerdings, dass die Gänge sehr eng sind und ja, hier sieht man es gerade sehr gut bei Dinos, die standen halt so ungünstig, halt den Weg komplett versperrt haben und ja, mussten wir dann doch einmal schießen und uns dann da irgendwie durchschen. Und hallo, Sir Fate. Böse. Wie geht's euch? Mir geht's gut, würde ich sagen. So, da haben wir jetzt übrigens auch die Binarpistole geholt. Ja, jetzt kommt ein Abschnitt, den fand ich damals ziemlich ekelhaft, weil wir die ganze Zeit von Dinos, also von größeren Arten verfolgt werden. Wir müssen halt die Container da wegsprengen. Wir haben halt eine Waffe, die mit der wir in die Luft schießen können und die dann halt ja, zu Boden regnet. Ich denke mal, er meint Prädatoren. Also Jäger quasi. Ja, genau. Also müssen wir mehrfach durch diesen Abschnitt durch. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Und ja, wir werden halt die ganze Zeit bedrängt und müssen uns halt den Weg durchbahnen. Ich meine, wir können hier sehr viele Punkte kriegen in dem Bereich. Das ist der Vorteil, aber Punkte brauchen wir mittlerweile gar nicht mehr. Oder ich überlege gerade. Holen wir doch nochmal irgendwas? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob wir jetzt unsere Einkäufe quasi schon erledigt haben. Weil bei so einem Event kann es ja noch ein bisschen Safety Spread geben. Aber ich bin der Meinung, dass es das eigentlich gewesen ist mit den Einkäufen. Also dass Punkte jetzt auch vollkommen egal sind im Endeffekt. Aber die Dinos geben halt auch ordentlich Punkte. Deswegen, so als Casual-Spieler kann man an der Stelle ganz gut farmen. Ja. Wer wird der König der Dino-Piraten? Keine Ahnung. Da kommt der Triceratops. Genau. Das ist tatsächlich auch gefährlicher, als es aussieht hier, die Stelle. Also zumindest kann man hier einiges an Zeit verlieren auch. Und ich glaube, selbst im Speedrun kann man hier auch ganz gut sterben, wenn man nicht aufmerksam genug ist. Weil sich das auch eine ganze Weile hinzieht und ja, weil jetzt mittlerweile schon zwei Triceratops. Ich habe wegen der Mehrzahl überlegt. Triceratops, das klingt irgendwie so falsch. Aber drei, weil mittlerweile hier auch zwei Dinos auf uns zulaufen. Hier hatten wir uns jetzt mal kurz orientiert, also nicht orientiert, aber wir haben das Fadenkreuz halt in Richtung Dschungel gehalten und als sich das Auto dann ein bisschen gedreht hat, war das Fadenkreuz genau auf dem Dino drauf. Da müssen wir dann halt nicht extra zielen, wenn der Dino wieder zu sehen ist. Ja, aber haben wir gut hinter uns gebracht, die Passage. Ja, Triceratops-Dinos, genau.
So, und jetzt kommen wir gleich in die Wohnquartiere. Wir haben sogar einen Schlüssel dafür schon gekriegt. Storytechnisch habe ich übrigens von dem Spiel gar keine Ahnung mehr, falls die Frage mal aufkommen sollte. So, hier auch wieder ein paar Flugsaurier, ein paar Tyrannodons, die uns bedrängen können. Es geht um Dinos, scheiß auf die Story. Ja gut, stimmt. Das hat bei Jurassic Park schon niemand interessiert. Ja. Obwohl, die Story war ja gut. Wenn auch, also auch wenn die Jurassic Park Story einer wissenschaftlichen Betrachtung nicht wirklich standhalten kann, das mit in Bernstein eingeschlossen, das ist eigentlich völliger Blödsinn. Aber egal. Wir sind mit dem Panzer unterwegs. Der böse T-Rex. Genau. Und im Endeffekt müssen wir jetzt einfach nur den T-Rex so ein bisschen abwehren und gleichzeitig halt uns den Weg bahnen. Ja, unten rechts haben wir jetzt ja so eine Anzeige. Da sehen wir mal, wann wir wieder feuerbereit sind. Also es dauert nicht allzu lange, aber wir können halt kein Dauerfeuer machen, logischerweise. Und hier kann man ein bisschen Zeit verlieren, wenn man an den Kanten hängen bleibt. Aber ja, es ist jetzt nicht super schwer. Was? Jurassic Park ist nicht wissenschaftlich fundiert? Ich meine, ich muss dazu sagen, es klingt tatsächlich für einen Laien ziemlich glaubwürdig, was in Jurassic Park erzählt wird. Aber wie gesagt, also in Wahrheit wird es so nicht funktionieren. Wer von euch hat eigentlich das Jurassic Park Buch gelesen? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Nee. Nicht? Alles geht. Okay. Es ist tatsächlich ein sehr gutes Buch. Und unterscheidet sich auch von dem Film in vielen Punkten. Also vor allem, wer alles stirbt und wer was für eine Gesinnungswandlung führt. So, wir haben Corona, wir brauchen Masken und wir haben gerade eine Gasmaske eingesammelt. Wir sind ja vorbildlich. Hallo Scardini. Hier habe ich gelesen von Michael Crichton. Das habe ich nicht gelesen, tatsächlich. Also ich habe von ihm eigentlich nur Jurassic gelesen, fällt mir gerade mal so auf. Ja, Dino, ja, eigentlich hieß es ja Dino Park. Ich habe halt eine Variante davon, da heißt das Buch wirklich Jurassic Park, aber ursprünglich hieß es ja Dino Park. Razorblade. Hallöchen. Das zweite Buch gelesen, oder war es Teil 3? Okay. Also ich habe halt auch nur das erste gelesen, muss ich dazu sagen. Aber viele Elemente aus den ersten drei Filmen, also die Jurassic Park-Filme, nicht Jurassic World, ja, da sind halt, die stammen halt alle aus dem ersten Buch. Aber ist eine Leseempfehlung auf alle Fälle. So, hier wieder durchrennen, war auch wieder ein bisschen RNG mit bei. Das RNG sah aber sehr gut aus in dem Moment. Wieder, ja, in den Poison Plant Abschnitt. Also im Moment rennen wir jetzt wirklich nur durch die einzelnen Abschnitte durch. Ist sehr unspektakulär. Hier setzen wir jetzt mal die Maske auf. Wir sind jetzt ein Stormtrooper, das heißt, wir treffen auch nicht mehr. Deswegen versuchen wir gar nicht erst zu schießen. Ja, ich glaube, im nächsten Raum haben wir die Maske schon gar nicht mehr auf. Ja, das ist nur für einen Raum oder so. Ich glaube ja. Mehr ist das nicht. Ja, genau, hier sieht man es ja auch schon. Sie hat die Maske sogar schon beim Betreten des Naja. nächsten Raums abgelegt. Also wir spielen übrigens auch wieder mit Regina nebenbei. Aber ich glaube, das ist ziemlich auffällig. Nee, wäre ich nicht drauf gekommen, ich hätte irgendwas wäre immer drin. Übrigens leider kein Stair-Surfing wie in Resident Evil. So, und jetzt haben wir, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, haben wir jetzt, glaube ich, so ein paar Rätsel noch vor uns. Und dann sind wir tatsächlich auch so ziemlich am Ende schon von dem Run. Also es gibt noch mal eine Sequenz oder insgesamt drei Sequenzen mit Countdown. Die eine Sequenz hat einen 10-Minuten-Countdown, der absolut ausreichend ist. Ich glaube, so nach 2 Minuten oder so haben wir das schon geschafft. Ja, hier, da ist doch der 10-Minuten-Countdown-Abschnitt. Hier müssen wir im Grunde jetzt den T-Rex, ja, dem T-Rex Schaden zufügen, indem wir diese Behälter da aktivieren, also diese Flammenwerfer aktivieren.
Es ist kein T-Rex, was ist das denn? Achso, ja, stimmt, das ist ja gar kein T-Rex. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Er kommt halt aus der T-Rex-Familie auf alle Fälle. Oh. Ja, aber wie gesagt, wir müssen dem Dino halt erstmal ein bisschen Schaden zufügen. Und dann können wir an so eine, ja, in Anführungsstrichen Schalttafeln gehen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Szene vorhin, wo wir diese einzelnen Boxen da immer wieder mit unserer Waffe angreifen mussten, immer wenn sie berührt werden. Sowas haben wir jetzt gleich nochmal in einer etwas umfangreicheren Form, und zwar hier in der Ecke. Da haben wir jetzt insgesamt, waren es fünf oder sechs Boxen? Fünf, genau, da sieht man es gerade. Und hier gibt es auch wieder eine bestimmte Stelle, an der wir uns platzieren können, und von dort aus erwischen wir alle von den Dingern. Und auch hier sieht es im Moment nicht so aus, als wenn es RNG ist, weil Vendetta sich schon immer irgendwie in die richtige Richtung dreht. Aber es kann sein, dass es doch RNG ist, dass einfach nur die Chance halt da ist, dass es da und da auftaucht. Nee, aber das muss ja im Moment, jetzt müssten die, genau, die beiden außen, und gleich müssten die beiden in der Mitte da, die an der Ecke, gleichzeitig aufleuchten. Nee, es war tatsächlich ein Giga, aber für einen Giga wirkte der recht klein. Ach so. Na gut. Ja, aber gerade die Bosse rausgesucht. Ja, also ich glaube, also das Muster kommt mir noch sehr vertraut vor. Also ich glaube, das ist tatsächlich kein RNG. Was machen Sachen? Anomano. Was? Ich kenne dich mal. Ach so. Hallo, erstmal Demon Hart, genau. So, willkommen dann bei Dino Crisis 3. Wir fliegen jetzt ins Weltall. Nein. Genau. Nee, zum Glück nicht. Wir müssen jetzt aber trotzdem einmal an die Rakete ran und die quasi stoppen. Hallo, Iron. Genau, hier einmal die Schalttafel öffnen oder den Zugang zur Schalttafel. Und da haben wir sie jetzt gestoppt und damit ist auch der Counter weg. Und jo, jetzt geht's weiter. Jetzt rennen wir noch ein bisschen durch die Gegend. Ist gar nicht mehr lieb. Wer ist gar nicht mehr lieb? McPain? Weil ich die Woche, mit der ich viel zocken kann, die zwei Knalltüten. Ach so. Ja, ja. Ach so. Ach, dein Fanclub ist hier. Ja, quasi. Ja, genau. Meine Groupies, was? Deine Groupies, ah. Oh Mann. So. Ah ja, genau. Hier wieder einfach nur ein bisschen durch die Gegend kämpfen. Wir werden halt auf die Dinos schießen, damit die gestunt sind, damit wir da besser vorbeikommen. Aber an sich nichts, was es in dem Run nicht schon gegeben hat. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Sequenz, wo wir gerade dabei sind, nichts, was es in dem Run nicht schon gegeben hat. Wir haben tatsächlich nochmal ein etwas anderes Spielelement. Ist zwar immer noch ein Rail-Shooter, aber wir müssen jetzt im Grunde nur den an dem Hebel oder Kurbel da verteidigen. Crocodile Dundee noch auf mich beschützen. So ungefähr, ja. David ist der. Wir haben übrigens auch nochmal eine Sequenz jetzt gleich, die kann riskant werden. Da kann tatsächlich auch der Run noch zu Ende gehen oder fehlschlagen. So, ich bin gerade nicht auf das deutsche Wort für Fail gekommen. Wow. Ja, ist das Alter. Nee, aber das kann, wie gesagt, nochmal ein bisschen riskant werden. Vielleicht werden wir hier auch eine Safety Spread irgendwie sehen. Weiß gar nicht, ob es da eine gibt. Also kann ich mir aber gut vorstellen, dass es da eine gibt. 75 Hour First Kill in Tournament? Okay. Ist das ein Diss an dich? Nee. Schade. Ja, mit den zwei Knallköpfen hatte ich bei einem Rust-Turnier mitgemacht. Achso. Ich hatte bei Rust zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 75 Stunden Spielzeit, das ist nix. Ah. Ich habe mein First Kill im Tournament gemacht gehabt. Okay. So ganz kurz mal, hier haben wir jetzt eine Sequenz, da müssen wir, ja, das Mädchen, das heißt halt einfach nur Girl, sieht man ja unten rechts an der Energieanzeige. Das müssen wir beschützen. Das wird von den Dinos ständig angegriffen. Wir stellen es aber einfach hier an die Stelle. Wir rennen einfach vor, werden wir im nächsten Raum auch wieder machen. Wir stellen es hier einfach hin und zielen dann im richtigen Moment. Dann drehen wir uns halt automatisch zu den Dinos hin, dann können wir die beschießen. Und hier im nächsten Raum kann es jetzt aber ziemlich knapp werden. Wenn wir erstmal auf so eine Plattform oder auf so eine erhöhte Position laufen und in der Zeit
ja, wird die halt angegriffen. Die wird auf Garantie auch Energie verlieren. Es sei denn, ja, da hat sie schon Energie verloren. Ich wollte gerade sagen, es sei denn, das RNG ist wirklich gut. Ja, jetzt wird das Spiel aber wieder so komisch abgespaced, ne? Ja, so ein bisschen. Oh, okay. Ja, das ist tatsächlich sehr knapp gewesen. Also in dem roten Bereich kommt sie für gewöhnlich immer hier an der Stelle. Aber da muss er sogar nochmal runterrennen. Nur um sicher zu gehen. Aber ich glaube, da hätte Vendetta vielleicht doch mal Safety Strat machen sollen. Ich meine, es ist ja gut gegangen, also macht es jetzt keinen Unterschied. Aber hier hätte es halt wirklich sehr schnell schief gehen können. Zumal man hat es eben ganz gut gesehen, sie ist so stark verletzt, dass sie auch humpelt und dadurch verliert man natürlich auch ein bisschen Zeit, weil sie länger braucht, um halt da zu dem Schalter hinzukommen quasi. So, ich weiß jetzt hier nicht genau, ob man hoch muss, weil es ein Trigger ist. Ich glaube ja, aber es kann auch sein, dass man einfach nur die Dinos da in eine bestimmte Position bringen wollte. Aber ich glaube, das ist ein Trigger gewesen. Also müssen die Lichtschranken eben angegangen. Genau. Und die müssen, also erst wenn wir die Lichtschranken auch sehen, wenn die wirklich angegangen sind, können wir hier die beiden Schalter betätigen. Also einer auf der Seite, jetzt müssen wir auf die andere Seite nochmal hin. Und da gibt es halt quasi nochmal dieselbe. Achso, hier ist ja auch noch einer, stimmt. Ja, aber wir müssen halt alle Schalter betätigen. Und ja, dann kommen wir an der Lichtschranke vorbei. Genau. Wusste nicht, wie ich den Satz beenden soll. Und nebenbei werden wir die ganze Zeit hier angesprungen vom Dinos. Aber während wir irgendwie eine Leiter hochklettern, können die uns übrigens nicht erwischen. Von Venis, was? Ja, genau, die Veniziraptoren. So, und hier nochmal einen Schalter betätigen kurz. Und dann war es das auch. Dann können wir an der Lichtschranke vorbei. Wo das Mädel jetzt hin ist, weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Weil im Raum hier vor ist er ja noch bei uns gewesen. Also kann ich ja an der Stelle auch mal kurz erwähnen, es gibt hier eigentlich eine ganze Menge Cutscenes zwischendurch. Dann aber so schnell weggedrückt, dass man von denen gar nichts mitbekommt. Also die eine oder andere, da sieht man mal vielleicht ein paar Frames von. Aber ja, das war es auch schon. So, dann ein weiter durchrennen. Oh, okay. Wir haben noch mal ein bisschen Heilung mitgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob man die Standard nicht mitnimmt oder ob das jetzt einfach nur eine Safety Strat ist. Da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Auf alle Fälle, da ist das Mädel wieder. Also, wie gesagt, hier heißt halt einfach, ich weiß gar nicht, kann sein, dass es mittlerweile tatsächlich einen Namen bekommen hat. So, und hier sind wir jetzt beim Finaus. Giga. Ja. Müsste zumindest ein Giga sein. Laut wie Giga. Und auch hier haben wir wieder einen Countdown. Der ist aber für einen Speedrun vollkommen irrelevant. Also selbst als Casual-Spieler wird man mit den beiden Countdowns im Spiel wahrscheinlich keine Probleme haben. Sind halt einfach nur da, um Neulinge halt ein bisschen unter Druck zu setzen. Man weiß ja nicht, was noch alles kommt. So. Im Endeffekt ignorieren wir jetzt einfach die Attacken von dem Dino. Wir hoffen natürlich, dass das RNG soweit mitspielt, dass wir möglichst wenig verlangsamt werden. Also energietechnisch gibt es hier keine wirkliche Gefahr, zumal wir ja auch nochmal Energie mitgenommen haben. Okay. Ja gut, man muss natürlich auch aufpassen, dass man es dann rechtzeitig benutzt, davon abgesehen, aber an sich sollte es halt kein Problem sein. Also da haben wir kurz gebrüllt. Also das Brüllen, das hält uns einfach nur kurz auf, so ein bisschen. Das ist jetzt aber risikotechnisch überhaupt kein Problem. Hier nochmal aktivieren. Wir haben jetzt von den 5 Minuten haben wir 1 Minute gebraucht und ich glaube, der Countdown ist jetzt auch komplett vorbei schon. Ja, genau. Der Run an sich ist jetzt übrigens auch gleich vorbei. Also, Estimate waren ja 54 Minuten. Wir sind jetzt bei 52 Minuten, plus ein paar Sekunden. Hatte ich das Monster Hunter Anti-Brüllen-Perk? Gibt es das da wirklich? Weiß es nicht. So, ja, Dino tot, weil
Erstmal Junkanon draufgejocht. Genau. Jetzt können wir hier in Ruhe durch. Okay, der Counter lief doch noch weiter. Da war ich mir halt jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Aha. Mal überlegen. Ja, hier war jetzt schon Time, genau. Also sobald wir die Tür da betreten, ist dann Time. Ja, dann geht es in 2 Runden 3, aber sieht halt echt so aus. Was war das? Eine Zeitmaschine war das doch, ne? Ich habe keine Ahnung. Wieso? Wie gesagt, storytechnisch. Ich meine, dass ich deine Crisis, also 1 oder 2, das letzte Mal gespielt habe, das ist schon, keine Ahnung, also mehr als 20 Jahre auf alle Fälle her. Als die Spiele damals aktuell waren, habe ich sie beide gespielt. Und ich hatte auch wirklich meinen Spaß damit. Ja, aber das war Dino Crisis 2. Sieht man leider auch nicht allzu häufig auf Events. Also generell Dino Crisis. Was ich immer ein bisschen schade finde, weil es ist ja im Grunde Resident Evil mit Dinos. Resident Evil Spiele sieht man mehr als genug. Nur bei Dino Crisis wird immer so ein bisschen vernachlässigt in der Hinsicht. Wie Parasite Eve. Leider. Vor allem Parasite Eve 2. Ich warte immer noch darauf, dass das mal bei einem Event kommt. A Vagrant Story. Ja gut. Ich überlege gerade, hatten wir Vagrant Story schon mal beim Event? Also jetzt außer bei den Events, bei denen ich das selber gezeigt habe. Glaube nicht. Glaube auch nicht. Jo, aber wie gesagt, das war Dino Crisis 2. Okay. Umblendung oder nicht? Ja. Aber es gab kein Incentive dafür, also ja gut, nehmen wir so hin.